Liebe Zeitberichte TV-Zuseher, wir waren in der Stadt Pressbaum, die heuer zur Landesnarrenhauptstadt in Niederösterreich ausgewählt wurde, um die Vorbereitungen der 5. Jahreszeit, den Fasching, zu beginnen. Außerdem wurde noch das Landesprinzenpaar für Niederösterreich vorgestellt und das Zepter für ihre Amtszeit übergeben. Nachdem sich ca. 25 Faschingsgilden am Sammelpunkt eingefunden hatten, darunter auch das scheidende und neue Herzogspaar aus Mödling und das noch amtierende Prinzenpaar aus Dreiskirchen, wurden noch schnell ein paar Fotos gemacht und Freunden und Bekannten darüber zu berichten. Zum Aufwärmen und um die Stimmung etwas anzuheizen, spielten die Milkauer Schalmein und der Fanfarenzug der Mödlinger Faschingsgilde ein paar Musikstücke aus ihrem Repertoire. Den Anfang für den Umzug zum Kirchenplatz machten die Milkauer Schalmein, gefolgt von den verschiedenen Faschingsgilden aus Österreich sowie dem benachbarten Ausland. Am Kirchenplatz angekommen, wurde Punkt 11.11 Uhr der Beginn zur Vorbereitung des Faschings 2017 und die Ernennung der Stadt Pressbaum zur Landesnarrenhauptstadt für Niederösterreich verkündet. Meine lieben Narren, mit einem kräftigen Duprevo ernenne ich Pressbaum zur Landesnarrenhauptstadt für den kommenden Fasching 2017. Danach wurde das Waldfürstenpaar 2017 ihre Emanzipiertheit Waldfürstin Cornelia I. sowie seine Untertänigkeit Waldfürst Clemens I. vorgestellt und ihnen das Zepter übergeben. Anschließend erfolgte die Proklamation des Waldfürstenpaares. Zum Abschluss dieser Veranstaltung tanzte die Garde der Duckhüttler-Gilde Pressbaum ihren Gardetanz. Ja, und wenn sich jetzt noch wer fragt, warum die Gilde in Pressbaum Duckhüttler heißt, dem empfehlen wir, zu den Veranstaltungen der Duckhüttler-Gilde zu gehen und dort vielleicht mal nachzufragen. Und mit diesen schönen Bildern verabschiedet sich nun das Zeitberichte TV-Team. Auf Wiedersehen!